Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind wieder zurück auf Naxos. Wir haben unsere Quests da drüben auf Paros. Oder ist das da überhaupt Paros? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall, irgendeine Nebeninsel haben wir beendet. Und müssen jetzt Myrine Bescheid geben, dass wir alles erledigt haben. Mal gucken, ob sie da wirklich froh drüber ist, was wir alles gemacht haben. Und vielleicht können wir dann noch endlich diese Insel verlassen, um unsere Story weiterzumachen und uns endlich wieder um den Kult zu kümmern. Denn das ist ja eigentlich unser Begehr. Worum geht es? Schiffe aus Paros blockieren den Hafen. Verflucht seien Silanos und dieser Kult. Hören die denn nie auf, sich einzumischen? Ha! Sag, ich bin auf dem Weg. Eine Blockade? Ich entrichte keinen Tribut an Athen und Paros nutzt die Situation für seine Zwecke aus. So viel dazu, dass wir zuerst zuschlagen. Vielleicht könnte ich den Hafen mit meinem Schiff freikämpfen. Du allein gegen eine ganze Blockade? Ich sehe keinen anderen Weg. Zum Glück habe ich die beste Mannschaft in der Ägäis. Sei vorsichtig und komm zurück zu mir, Kind. Toll. Jetzt müssen wir diese Kackblockade zernichten. Aber gut. Dann werden wir das mal machen. Ich gehe zur Adrasteia zurück, aber von da und dann kommen wir nämlich von außen auf die zu und nicht aus diesem blöden, aus dieser blöden Engstelle, wenn ich jetzt vom normalen Hafen starten würde. Weil dann greifen mich vermutlich direkt alle drei Schiffe an und ich habe gar keine Wahl, gar keine Chance, da irgendwie wegzukommen. Und so machen wir das jetzt einfach von außen. So, wie ist es am schlauesten, das zu machen? Das müssen wir mal gucken. Am besten zuerst die kleinen Schiffe, oder? Und dann zwischendurch immer entern, um dann den Schiffszustand wieder herzustellen. Mal sehen, wie das funktioniert. Einfach mal volle Kanne reinrammen jetzt hier in das erste Schiff. Da habe ich vielleicht ein bisschen früh angefangen, Vollgas zu geben. So. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr von den anderen Schiffen angesackt werde. Und vor allem, ich muss die möglichst schnell kaputt machen. Am besten bringe ich mich zwischen dieses Schiff und den anderen, weil dann können die mich nicht so gut angreifen. Oh, die sind direkt hinter mir. Okay. Jetzt muss ich nur irgendwie entern einleiten. Ja, entern einleiten. Sehr gut. Danach kriegt man nämlich wieder das Schiff ein bisschen von den Lebenspunkten her aufgefüllt. So, jetzt gehen wir darüber. So, und alles anmachen erstmal in Ruhe und dann hier so irgendwelche coolen Skills benutzen. Sehr gut. Dann ist der schon mal weg. Und dann uns hier freikämpfen. Ah gut, der ist schon mal weg, der Idiot. Ey, der hat gerade eine meiner Assassinen getötet. So, der ist auch schon mal im Wasser. Immer so stellen, dass die ins Wasser fallen, wenn man mit der Kombo durch ist. So, der ist auch weg. Jetzt den auch, genau. Okay, das wird nicht klappen, oder? Vielleicht doch. Mal sehen. Ja, und tschüss. Das ist gut. So, und den jetzt auch einfach. Okay, den so machen. Okay, gut. Hat geklappt. Jetzt schnell hier alles looten. Da hinten ist auch noch was zum Looten. Der Typ ist immer noch am Ertrinken da. Beeil dich mal ein bisschen. Und dann. Back here! Okay, cool. Und dann die nächsten Schiffe. Erstmal gucken, wo die gerade sind. Da ist ein großes, da ist ein kleines. Zuerst müssen wir das kleine hier machen. Hallo, Kommando übernehmen. Kommando übernehmen! Mach doch mal. Ja, übernimm doch auch das Kommando von der Scheiße. Okay, gut. Und direkt ran. Gut, war schon mal gut. Ein guter Treffer. So, wir sind bereit zum Feuern. Da können wir uns gucken. Und jetzt können wir, können wir da in die rein ran. Ah, hat nicht viel gebracht, aber wenigstens ein bisschen. Boah, die sind echt schnell, ey. So, und jetzt. Was für eine Kollision.
wie sie da in sich gegenseitig in sich reingefahren. Das ist natürlich gut. Wir stehen gleich unter Schuss. Beschuss interessiert mich nicht, weil ich die jetzt hier kaputt mache. Und Enten einleiten. Sehr gut. Hey, was geht denn jetzt ab? Okay. Bin ich gerade voll an. Hab ich so einen Ultra-Boost gekriegt und bin voll an den vorbeigecharged. So, jetzt gehen wir da. Wow. Wow! Was geht denn jetzt ab mit dem Spiel, ey? Mein Gott! Okay, so wieder alles anmachen. Oh, das war falsch. Das wollte ich nicht. Am besten wieder so stellen, dass. Aber. So, jetzt das ist das. Das steht gut. Okay, dann machen wir einfach einen Schildbrecher auf den. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Tschüss. Okay. Den auch Schildbrecher machen. Jetzt geh doch mal drauf hier. Okay. Mit dem. Dann ist nur noch der da. Nehmen wir einfach den Schild weg. Okay, sehr gut. Bayek kämpft gut mit. Und jetzt müssen wir nur noch das große Schiff zerstören und dann haben wir es zum Glück schon geschafft. Das ist ja immer ein bisschen nervig. So, Kommando übernehmen. Kommando übernehmen. Gut. Ficken. Sehr gut. Da haben wir gerade irgendeine Quest auch abgeschlossen. Ducken. Okay. Ducken. Und reinrammen. Das hat guten Schaden gemacht. Vielleicht sollten wir noch einfach mal das Schiff upgraden. Vielleicht gar keine doofe Idee. Okay, wir machen besser Schaden als die. Schon mal gut. Gucken. Und rammen. Aber wie oft können die eigentlich schießen, die Typen? Was? Okay, sehr gut. Und die zerrammen wir einfach. Das ist das größte Schiff von denen. Driften. Und dann volle Kanne rein. Auf geht's. Jawoll. Haha. Das hat Spaß gemacht. Und ich habe natürlich wieder ein ultimatives großes Riesenkopfgeld aufgebaut. Da haben wir noch Vorräte, die wir einsammeln können. Von einem der Schiffe. Und dann können wir wieder am Hafen anhalten und mit Myrine reden. Gut, war gar nicht so schwer, auch wenn unser Schiff echt schlecht ausgebaut ist. Aber gut, ist auch eigentlich egal. Solange es noch geht, noch funktioniert. Reicht es so? Anlegen. Und ihr seht jetzt, wo wir nur Frauen hier haben, ist auch der Gesang weiblich. Was haben wir hier zum Beispiel? Okay, nichts Interessantes. Myrine wartet hier sogar auf uns, ist aber lieb. Der Hafen ist frei. Wir müssen weg hier, bevor die Verstärkung eintrifft. Wir sind fast soweit, Timo. Die Schiffe werden beladen. Sie erwarten eure Befehle. Cassandra, auf ein Wort. Oh, sie ist sogar schon so weit, dass sie tatsächlich los will. Stimmt etwas nicht? Abgesehen von den Angriffen auf meine Insel und dem Kult? Nein, aber wir müssen reden. Wie du wünschst. Der Kult muss gestoppt werden. In Lakonien wird es gefährlich für uns werden. Das bin ich gewohnt. Wir beide. Hier weiß ich, wem ich trauen kann und wem nicht. Das dachte ich auch von Sparta. Doch die Nachricht über den König... Weiß Aspasia schon, welcher König mit dem Kult im Bunde ist? Soweit wir wissen, beide. Wir müssen Sparta von dieser Korruption befreien. Ganz egal wie. Aha, es gibt also zwei Könige in Sparta. Und wir wissen nicht genau, welcher dieser beiden Könige mit dem Kult in Verbindung steht. Von daher müssen wir erstmal... erstmal rausfinden, wer könnte das überhaupt sein, beziehungsweise wir müssen erstmal davon ausgehen, dass es eventuell sogar beide sind. Immerhin stellen wir uns ihnen gemeinsam. Ja, für alles, was diese Bastarde uns angetan haben. Und deinem Bruder. Wir finden ihn. Triff mich, wenn du bereit bist. Ich muss ehrlich sagen. Wollen wir nun ablegen? Okay.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man den noch retten kann, den Alexios. Wohin? Wir zerstören die Flotte von Paros ein für alle Mal. Nur dann ist Naxos in Sicherheit und wir können es verlassen. Ich bin bereit. Dann überlasse ich es dir. Mit deinem Schild. Oder auf ihn. Jetzt erteilen wir dem Kult eine Lektion. Jetzt müssen wir noch mehr Seeschlachten machen, oder was? Nö. Okay, gut. Dem irgendein kybernetisches Schwert bekommen? Gut. Was ist denn jetzt die nächste Quest hier? Silanus von Paros, neuer Anführer entdeckt. Ja, gemeinsames Vorgehen. Vernichte die Schiffe von Paros. Aha. Also, wir müssen weiter Seeschlachten machen. Haben wir sonst noch irgendwas hier auf der Insel? Ich guck gerade mal. Sieht aber nicht so aus, als ob wir da jetzt was Wichtiges haben. Von daher, wo sind denn die Schiffe überhaupt? Die sind natürlich auf der ganz anderen Seite. Aber gut, müssen wir hinsegeln. Aber keine andere Wahl. Gut, ich könnte mich jetzt erst per Schnellreise zum Schnellreisepunkt in Paros porten. Und dann da an den Hafen gehen, die Adrasteia da hinrufen. Und aber gut, das macht jetzt glaube ich auch keinen so großen Unterschied. Da müssen wir über mehrere Ladebildschirme und sowas alles. Von daher werden wir jetzt einfach mal so dahin reisen. Ich fahre auch in Süden lang, aber auch nur, weil ich sehe, dass da Treibgut im Wasser ist. Obwohl es eine echt scheiß Idee ist, weil es im Süden rum längerer Weg ist. Aber egal, so riesig ist die Insel nicht. Von daher wird das schon gehen. Und jetzt müssen wir uns sogar mit 4 Schiffen anlegen. Ist natürlich auch blöd. Ich bin eh nicht so der Riesenfan von diesen Seeschlachten. Und unser Schiff ist auch nicht groß ausgebaut. Und wir können das auch nicht ausbauen, weil ich kaum Materialien habe, da ich die eigentlich hauptsächlich zum Upgraden von unserer Ausrüstung benutze. Das sind die Schiffe. Aber schleichen wir uns mal von außen ran. Ist auch eine kleine nette Insel. Was ist denn das hier eigentlich für eine? Korallenkap, okay. Sieht auch ganz nett aus. Fahren wir mal außen rum. Wir haben ja Zeit. Und hören dabei noch ein paar Schiffsschantis zu. Seefahrtsschantis. So. Kurve. Und dann mal gucken. Vielleicht erst eins der kleineren Schiffe so außerhalb. Das Gute ist, dass auch ein. Das sind ja alles Athena-Schiffe und da ist gerade ein spartanisches Schiff. Warum greift das die nicht an? Müssten die jetzt nicht eigentlich voll in Kampf miteinander gehen? Gehen die aber irgendwie nicht. Egal, nehmen wir dann einfach mal dieses kleine hier zuerst in Angriff. Ah doch, die kämpfen gegeneinander, habe ich das Gefühl. Ducken. Okay, doch, die kämpfen, glaube ich, gegeneinander. Das ist natürlich gut, dass jetzt dieses spartanische Schiff. Aua. Dieses spartanische Schiff ebenfalls hier ist und mitkämpft. Oh. Müssen wir uns hier einmal drehen. Ist das vielleicht das andere Schiff? Ist das vielleicht diese Tine? Oh, aua. Die uns jetzt hier einfach hilft? Kann das sein? Boah, jetzt werden aber wirklich von allen Seiten beschossen gerade. Aber da kommen jetzt. Na, erstmal. Die können so oft hintereinander Pfeile schießen. So, das können wir gleich entern. Ja, wenn mich mal treffen würde. Aua. Au. Okay, das war echt doof, dass ich da so oft daneben geschossen habe. Wir hätten es eigentlich schon 10-mal entern können, wenn ich nicht alle Pfeile hintereinander weg in die falsche Richtung geschossen hätte. Und dann wird ja wieder unser Schiff aufgeladen werden. Das war echt dumm, was ich da gemacht habe. Aber gut, sowas muss dann natürlich auch bestraft werden. Mal sehen, wo wir jetzt überhaupt rauskommen. Ich sollte vielleicht vorher speichern bei sowas. Gerade bei Seeschlachten, die mir überhaupt gar keinen Spaß machen. Okay. Ja gut, wenigstens sind wir bei unserem Schiff.
Und wenn wir jetzt noch... Ah, da sehen wir, da ist dieses große spartanische Schiff. Dem können wir auch einfach folgen. Ja, das ist, glaube ich, dann diese Timo, die einfach mit dem anderen Schiff fährt. Da werden wir einfach mal hinterherfahren. So, dann sollen die zuerst in den Kampf gehen. Da holen wir uns noch das Treibgut, was da ist. Mann, war das doof. Das regt mich jetzt schon wieder auf, dass ich hatte, glaube ich, zwei oder drei Salven am Stück habe ich daneben geschossen. Ich hätte nur noch einmal treffen müssen, dann hätte das Entern eingeleitet werden können, aber nein. Warum ist die Quest nicht mehr angewählt? Mann. So. Ah, sowas nervt mich immer. Sowas nervt mich wirklich. Auch wenn es gar nicht so schlimm ist, ja, weil es kein mega Riesenzeit ist. Aber ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich Fehler mache oder Blödsinn mache oder sowas. Sowas mag ich wirklich gar nicht. So, das andere Schiff hilft uns hoffentlich dann auch gleich. Wir warten einfach mal. Ja, halt doch mal an hier anständig jetzt. Okay, angehalten. Jetzt warten wir eben auf das spartanische Schiff. Dann sollen die zuerst angreifen. Ja, aber nicht in mich reinrammen, bitte. Der hält echt voll auf mich zu. Was ist verkehrt mit dem? Dann greife ich jetzt hier wieder außen in Ruhe das kleine Schiff an. So, dann können wir jetzt hier mal los und direkt auf dieses blöde kleine Schiff gehen. Boah, von allen Seiten hier. Erstmal ducken. So wird das natürlich nix. So wird das natürlich nix. Ich hab echt eine richtige Scheißposition hier gerade. Okay, jetzt schnell Entern einleiten. Okay, gut. Puh. Auch wenn ich nicht mehr viele Lebenspunkte habe, das andere Schiff kämpft hoffentlich gut gegen die anderen und macht ein bisschen Schaden. Damit wir hier ja nicht mit Pfeilen schießen, das kann ich auch. Oh, damit könnt ihr auch treffen bei sowas. So. Rüber. Das anmachen. Und das. Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber trotzdem nicht funktioniert. Gut, ich wollte eigentlich Gift anmachen, so. Und dann. Hey, Sackgesicht. Okay, gut, das war's schon mit diesem kleinen Schiff. Jetzt wurde unser Schiffszustand wieder hergestellt. Das ist schon mal gut, auch wenn es nicht komplett hergestellt worden ist, denke ich mal. Bin mal nur ein Stück, aber ich hoffe genug, um uns jetzt hier wieder ein bisschen Zeit zu kaufen. Beziehungsweise, dass wir wenigstens ein bisschen kämpfen können. Aua, boah, die sind echt ein bisschen stärker als wir. Und das Ducken bringt auch nicht so viel. Okay, wir müssen das anscheinend ein bisschen anders machen. Mit ein bisschen mehr Taktik, anstatt einfach nur, wie ich es bisher gemacht habe, einfach volle Kanne rein und hoffen, schnell genug das ein oder andere Schiff wegzumachen. Dieses blöde spartanische Schiff, das hilft uns auch nicht wirklich richtig viel, weil es scheint alles nur auf uns zu schießen. Und das Schiff ist halt wirklich das so ziemlich schlecht abgegradeste Schiff, was es gibt auf der Welt. So, ich werde jetzt aber einfach mal speichern, sobald ich in der Nähe bin, dass wir nicht immer wieder neu fahren müssen. Und dann mal gucken, wie wir das am besten machen. Wir müssen es einfach mit ein bisschen mehr Taktik machen, weil wir spielen hier auf schwer und dieses einfach
Brute Force, volle Kanne rein, das funktioniert halt einfach nicht. Zumindest nicht bei diesen nervigen Seekämpfen. Ich wünschte, man würde nicht dazu gezwungen werden, Seekämpfe zu machen. Das mochte ich noch nie in keinem Spiel. Auch wenn die hier ganz gut gemacht sind in dem Spiel und nicht so schwierig eigentlich. Aber vermutlich sollte man zu diesem Zeitpunkt auch sein Schiff schon wieder ein bisschen mehr upgegradet haben, als das, wie wir das momentan haben. Aber ich habe da einfach keinen Bock zu, weil mir halt wirklich diese Schiffskämpfe einfach keinen Spaß machen. Und darum will ich da jetzt auch nicht zu viel Zeit und sowas und Energie rein investieren, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe, diese Seekämpfe zu machen. Ich will an Land rumassassinieren. Knallhart rumassassinieren. Die Quest hat sich schon wieder abgewählt. Sehr schön. Das macht mir am meisten Spaß. So, jetzt machen wir einmal F5, das ist schnell speichern. So, jetzt haben wir gespeichert und jetzt lassen wir die wirklich erstmal kämpfen, dieses Schiff. Das hält natürlich wieder volle Kanne auf mich zu und rammt gleich in mich rein. Danke für nichts. Aha, jetzt dreht's ab. Sehr gut. Vielleicht sollten wir auch erst das größte Schiff angreifen. Das ist aber auch blöd. Ne? Wir müssen möglichst schnell dafür sorgen, dass wir möglichst wenig Schiffe haben, die gegen uns kämpfen wollen. So, seht mal, was kostet denn überhaupt ein Schiff upgraden? Mal sehen. Brauchen wir dazu überhaupt so viel Leder? Ein bisschen, ja. Ein bisschen Leder braucht man. Vor allem, wenn man die Ramme upgraden will. Ramme ist, denke ich, nicht schlecht, weil... Oder das hier... Na gut, da können wir definitiv nicht... Ich glaube, alles, was kein Leder braucht, könnten wir mal upgraden. Speere zum Beispiel. Weil von allem anderen haben wir echt viel. Upgraden wir also einfach mal Speere. Dürften die wenigstens auch ein bisschen... Gut, das können wir jetzt nicht weitermachen. Hier, yeah, Flammenscheiß machen wir auch mal noch. Feuerquatsch. Jetzt können wir auch wenigstens dann Brandzeug schießen und so. Gut, das sollte erstmal dann reichen. Jetzt dürfen wir auch schon ein bisschen mehr Schaden machen. Der Feuerschalen. Okay, danke. Dann lassen wir jetzt trotzdem mal die kämpfen. Sollen die zuerst angreifen? So, jetzt geht's los. Jetzt sind die nämlich schon mal im Kampf da, dieses kleine Schiff. Und da helfen wir jetzt einfach mit. Während die kämpfen. Jetzt kommen wir nämlich einfach von der Seite und rammen da volle Kanne rein. Und jetzt machen wir hier mit unseren neuen mit den Flammensperren und unseren neuen Sperren heizen wir den jetzt ein. Schon mal gut, das funktioniert. Okay, jetzt können wir nämlich auch schon direkt einleiten hier. Sehr gut, das hat schon mal gut geklappt. Auch schon direkt eins der größeren Schiffe. Das war insgesamt eine bessere Taktik. Aua. Okay, jetzt gehen wir rüber. Dann machen wir das an. Dann machen wir das an. Dann machen wir diesen Skill. Der hält aber viel aus. Der ist schon mal weg. Den nehmen wir da Schild ab. Warum zählt denn das jetzt als Mord? Aber gut. Zack, der ist weg. Den nehmen wir den Schild ab. Jetzt auch noch ein Kopfgeldjäger hinter mir her, weil das hier irgendwie komischerweise alles als Mord zählt, was ich hier mache. Weil mich wahrscheinlich irgendein random Typ hier auf der Insel nebenan sieht oder sowas. Keine Ahnung. So. Den müssen wir wegmachen. Ja. Können wir gleich wieder Gift anmachen, sehr gut. Den machen wir auch weg. Wieso baue ich jetzt gerade so ultra viel Mordscheiß auf? Keine Ahnung. Aber ist doch eigentlich egal. Oh, Wajak hat den erledigt, den Typen da hinten. Sehr gut. Jetzt klauen wir hier alles und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Ob wir das vielleicht doch irgendwann mal schaffen, diesen Quatsch hier. Wo ist jetzt eigentlich unser Hilfsschiff? Da ist es. Die werden ein fettes Kopfgeld auf mich aufnehmen. Ja, und jetzt habe ich ein Dreier-Kopfgeld. Alter Schwede, was geht ab?
Ja, und ich kann wieder das Kommando nicht übernehmen. So, jetzt erstmal schön hinter dem spartanischen Schiff bleiben. Sehr gut, so, und jetzt gehen wir da auf dieses Schiff. Dieses kleine da. Jetzt werfen wir hier einfach Speere und Brandspeere aus. Aua, warum schießt gerade so viel auf uns? Warum helfen uns diese Assis schon wieder nicht? So Brandpfeile kann ich jetzt auch schießen, oder? Kann das sein? Achso, da habe ich gerade eine Nachricht gekriegt. Sehr schön. Hallo, kann man aufhören, alles nur auf mich zu schießen? Bitte. Die Enten-Einheiten möglichst schnell. Okay, schon mal gut. Ich sollte mein Handy vielleicht kurz auf lautlos machen, während hier die automatischen Cutscenes sind. So, zack. Jetzt kann ich weitermachen, sorry. Jetzt schießt direkt die Void. Schießt wirklich alles auf mich hier. Okay. Aber wir kommen insgesamt schon mal besser voran gerade. Wenn auch nicht super. So. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen rumkämpfen. Zack. Der ist weg. Jetzt holen wir uns den hier hin. Der ist auch weg. Komisch, jetzt bauen wir keinen Mord auf, während wir hier kämpfen. Den müssen wir jetzt irgendwie runterschleudern, einfach ins Wasser. Der hat im letzten Moment seinen anderen Scheiß angemacht. Seinen unblockbaren Scheiß. Macron, oder wie der Typ heißt, so. Vor allem, er haut gerade alles auf den ein und der hält echt viel aus. Also, der ist ein krasser Typ. Aber das wird ihm nichts bringen. Auch jetzt hat Bayek ihn sich wieder geholt. Er ist ein guter Kämpfer, muss ich sagen. So. Ich hoffe nur, diese 1000 Kopfgeldjäger, die hinter mir her sind, die kommen gleich nicht hier mit in diese Seeschlacht. Aber kann natürlich sein. So, da haben wir jetzt noch einen. Zum Glück sind die gerade nicht an uns rangekommen. Na toll, jetzt ist da aber ein Kopfgeldjäger da, oder? Christos der Weber, denke ich mal. Das wird einer der Kopfgeldjäger sein. So, jetzt müssen wir noch dieses kleine Schiff da holen irgendwie. Mal einfach reinrammen. Und dann einleiten, sehr gut. Ja, die sind echt hinter mir. Das sind die Kopfgeldjäger, die da hinten sind. Ja, oh, hier. Herodotos sitzt hier einfach und chillt. Ich will mal kurz hier. Ah, während eines Kampfes nicht möglich. Okay, gut. Dann ist das wohl so. Ich würde es sehr geil finden, wenn mein Schiff endlich mal in die Nähe davon fahren würde. Und ich nicht die ganze Zeit nur mit Pfeilen beschossen werden würde. Okay, jetzt kann ich, denke ich, rüber. Dann einfach mal so rein. Lukan, aua. Was haben die alle gegen mich? Ach doch, gar nichts. Oh, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich wäre auf dem anderen Kampfset. Das ist aber auch nicht so schlimm, denke ich. Ich glaube, dadurch, dass ich gerade das gemacht habe, dieses die alle geblendet, hätte ich sogar wieder Attentäter-Sachen machen können. So, Schiffzustand wiederhergestellt, sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier als nächstes haben. Da haben wir so einen doofen Kopfgeldjäger, der hinter mir her ist. Und um den müssen wir uns auch noch kümmern. Scheiße, Mann. Hier ist zum Glück unser Schiff, was hilft. Mache ich das am besten? Ich muss diese ganzen. Ja, oder ich ignoriere die einfach und ich hole mir jetzt das letzte von den Athener Schiffen. Das letzte Schiff hier. Und verpiss mich dann einfach. Ich glaube, so mache ich das auch. Ich fahre jetzt erstmal einfach vor den weg und versuche dieses Schiff hier zu holen, möglichst schnell. So,
jetzt alle abfackeln. Selber gucken. Ey. Aber warum hat das denn jetzt für die gezählt, verdammte Scheiße? So ist gerade gut, so kann mir nichts passieren. Oh Scheiße, jetzt kommen die anderen Kopfgeldjäger auch noch. Jetzt muss ich mich kurz zurückziehen. Das ist echt eine Scheißsituation gerade hier. Das ist echt richtig kacke. Kodros der Langgliedrige, ja toll. Natürlich richtig schön hinter mir her. Vielleicht soll ich das doch nicht so machen und erstmal meinem Kollegen da hinten helfen bei dem Kampf. Die kämpfen da ja gegeneinander, oder? Ich weiß das nicht, wie ich das am besten mache. Ganz schön schwierig. Gerade hier mit den Seekämpfen. Und ich kann auch kaum richtig wegfahren, weil, weil die Wellen so hoch sind und man nur total langsam ist. Auch wenn ich es natürlich schön finden würde, wenn sich mein Schiffszustand mal wieder herstellen würde. Ich guck gerade mal was. Das will ich jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Bin ich jetzt im Kampf oder außerhalb des Kampfes? Ich bin außerhalb des Kampfes. Sehr gut. Und jetzt dürften wir... Jetzt haben wir wieder ein komplett ganzes Schiff. Sehr gut. Das ist nämlich ein Trick, wenn man außerhalb des Kampfes ist und man ändert einfach den Schiffskin, dann ist das Schiff wieder komplett ganz. Das geht natürlich nur, wenn man außerhalb vom Kampf ist. Aber so konnten wir das jetzt gerade machen. So, und jetzt gehe ich einfach wieder zu diesem blöden Schiff da hinten. Auch wenn der Kopfgeldjäger immer noch hinter mir her ist. Ich hoffe, die da sind nicht immer noch voll. Sind jetzt nicht auch wieder voll. Mal sehen. Ja, lass mich in Ruhe, du blöder Kopfgeldjäger-Arsch. So, nee, die sind nicht ganz. Die haben kaputte Segel. Ja, die sind fast kaputt, sehr gut. Dann können wir da jetzt nämlich... So, und jetzt rammen wir einfach mal in die Reihen, volle Kanne, volle Breitseite. Das hat gut Schaden gemacht. Und jetzt Speere werfen. So, jetzt entern. Sehr gut, dann haben wir das nämlich geschafft. Dann können wir nämlich, glaube ich, gleich einfach abhauen. Auch wenn wir das riesigste Kopfgeld, was die Menschheit je gesehen hat, haben. Aber egal. Ich will jetzt rüber. Alles anmachen. Und direkt einen Typen wegmachen. Oh. Ja, jetzt ist noch ein Kopfgeldjäger hinter mir her. Weil ich gerade den Anführer von den Assis gekillt habe. Natürlich auch gut. Oh, ich muss den Tod bestätigen. Nein. Ah, es war sogar ein Kultist. Okay. Gut. Dann ist das wohl so. So. Und tschüss. Der ist auch schon mal weg. Wir haben echt ein riesen Kopfgeld. Und tschüss. Und tschüss. So. Ich glaube, ich muss mich gleich dann erstmal darum kümmern, das Kopfgeld irgendwie loszuwerden und diesen Kopfgeld-Auftragsgeber töten. Weil bezahlen will ich in diesem Let's Play nicht. Das habe ich mir so als Bonus, als Zusatz-Achievement selbst ausgedacht, dass ich hier keine Kopfgelder einfach bezahle, sondern entweder einfach damit lebe oder... Irgendwo, wo sind die denn überhaupt, die Kopfgelder? Wo ist der? Ah, die sind hier. Okay, dann müssen wir da gleich nochmal hin, weil das will ich mir... Habe ich mir den Schnellreisepunkt gar nicht geholt auf Paros? Fällt mir... Also, merke ich gerade? Anscheinend nicht. Okay, dann muss ich jetzt einmal schnell da anlegen, bevor mich einer der Kopfgeldjäger sieht. Und dann werden wir jetzt hier einmal schnell... Leute, zurück nach Naxos müssen wir jetzt schon wieder... Oh. Ja, das machen wir jetzt nicht. Ich werde jetzt erstmal die Kopfgeldjäger los. Die Kopfgelder los. Die zwei, auch wenn das jetzt lange dauert dann in diesem Let's Play. Aber ich denke, es ist nicht so schlimm, wenn die
Folge ein bisschen länger ist. Und ich meine, nur irgendwelche blöden Seeschlachten machen ist eh langweilig. Dann hole ich mir jetzt ganz schnell den Schnellreisepunkt. Und dann mache ich schnell die Kopfgelder weg. Und dann sind wir fertig für heute. So, wo ist jetzt Adesta ganz oben auf der Statue? Oh, das war echt eine blöde Episode heute. Ich hoffe, wir werden durch das Spiel nicht noch öfter gezwungen, irgendwelche Seeschlachten zu machen. Mein Gott, Kasten. Ich raste heute noch aus. Geh doch einfach mal irgendwo hoch, wo ich will, dass du hochgehst, verdammte. Also heute macht mich dieses Spiel wirklich fertig. Mando. So, jetzt hier schnell Reisepunkt machen. Dass man es auch nicht abbrechen. Oh, abbrechen kann hier den Kack. Aber gut, ist natürlich nicht schlecht. Ne? Es sieht schon schön aus. Also, kann man nicht anders sagen. Aber ist trotzdem ein bisschen nervig. So, Karte. Jetzt gehen wir zuerst zu dem Typen da. Der da hinten ist. Dann nehmen wir uns den anderen. Und dann können wir hoffentlich weiter. Ich bin jetzt auch schon Level 36. Irgendwie ging das echt schnell. Warte mal, war das hier irgendwas total Einfaches? Was schnell ging? Ja, Schatzplündern war hier nur. Mach ich das doch. Wo ist der Schatz da? Ich bin hier nämlich gerade irgendwie vorbeigegangen. Und irgendwie habe ich hier irgendwas mit angeblicher Fundort. Okay, angeblicher Armbandfundort. Ja, schön. Das war eine von den Xenia-Quests. Bei Xenia hat man ja diese Karten gekriegt, wo man dann zu diesen verschiedenen Orten musste. Und anscheinend, obwohl wir das eigentlich schon fertig haben, haben wir gerade trotzdem einen dieser Orte entdeckt. Und konnten deswegen da jetzt diese Quest abschließen von einem diesen angeblichen Fundorten. Witzig, dass man das im Nachhinein trotzdem noch machen kann. So, was haben wir denn hier für ein Lager? Okay, passt auf, wir machen das ganz einfach. Ich werde mich jetzt hier einmal buffen. Und dann werde ich den einfach erschießen. Oh, ich kann den gar nicht mal eben so erschießen. Wow, da ist einfach irgendein Typ. Okay, gut, dann müssen wir das doch anders machen. Und das Gebiet einfach hier abquesten. Was macht der denn jetzt hier? Kann der hier überhaupt hinkommen? Ne, kann er anscheinend nicht. Ach, kacke. Wir müssen jetzt da rein und holen wir uns den auf normale Weise. Wie wir es normalerweise mit so einem Gebiet hier machen würden. So. Nämlich einfach mit Brute Force. Auf geht's. Jetzt ist sogar auch ein Kopf. Hallo! Ein Kopfgeldjäger da. Oh, der hat aber nicht viel. Hat aber nicht viel weggemacht. Ich hol mal den Bogen raus, dann hilft er vielleicht ein bisschen. So. Hat er mich jetzt gesehen? Nein. Da kämpft jetzt alles gegeneinander. Das ist natürlich gut. Dann können wir uns. Nein. Mann, was ist denn hier heute los? Wow. Irgendwas ist heute verrückt. Und desynchronisiert. Ich gehe kaputt. Und wer weiß, wo wir jetzt wieder sind. Mann. Aber ich gebe nicht auf. Irgendwie eskaliert heute alles total krass. Kann das sein? Wenn ich jetzt gleich wieder vor dieser scheiß Seeschlacht stehe, dann raste ich aus. Aber kann eigentlich nicht sein. Nee, kann nicht sein. Sehr gut. Gut, dann versuchen wir das jetzt nochmal. Jetzt nicht einfach mit volle Kanne reinrennen. Ich dachte gerade, das reicht aus und wir könnten das eigentlich easy machen. Aber so easy war es dann doch nicht. Wo ist es jetzt? Jetzt ist hier irgendwo ein Kopfgeldjäger in der Nähe? Nein. Wo kam der dann gerade her? Keine Ahnung. Okay. Ich
will aber hier nicht immer ewig warten. Ja, jetzt kommt auf, ja, jetzt auf einmal steht einfach von jetzt auf gleich einfach ein Kopfgeldjäger neben mir. Sehr schön. Hey, habe ich erwähnt, dass der Schmied seinen selbstgemachten Wein verkauft? Es gibt keinen besseren. Oh, ist das so? Ich will aber einfach reinrennen und einfach alles töten in einem großen Kampf. Wir sollten lieber weiterarbeiten. Warte nur, bis du ihn probiert hast. Jetzt komm doch hierher, du blöde Sau. Mein Gott. Oh, geht aber nicht viel Schaden dadurch gekriegt. Oh, die ist auch ein bisschen hohes Level, sehe ich gerade. Das könnte es vielleicht erklären, dass die 4 Level über mir ist. Könnte vielleicht ein Grund sein. Da kommt jetzt auch noch einer. Sehr schön. Ja, ich glaube, hier sollte ich definitiv bleiben. Aua. Drei. Nee, der Typ, den will ich aber loswerden. Gucken, ob ich das schaffe. Du, da hätte ich dodgen sollen. Okay, der ist weg. Sehr gut. Haben wir schon mal ein Kopfgeld? Sind wir schon mal losgeworden? Müssen wir rennen. Witzig auch, dass jetzt mittlerweile schon Kopfgeldjäger kommen, die einfach mal 4 Level über mir sind. Einfach nur, weil ich so ein großes Kopfgeld habe. Immer noch 2 hinter mir her. Aber die eine hat auch nicht mehr so viel. Was ist das für ein Level? Der ist nur 36. Hm. Okay. Interessant. Wäre trotzdem gut, wenn ich die irgendwie loswerden würde. Okay, gucken wir mal, wo der andere ist. Da. Gehen wir erstmal zu dem. Den renne ich eh gerade zu. Dann werden wir vielleicht einiges los und dann sind die vielleicht nicht mehr hinter uns her. Das wäre natürlich gut. Und dann müssen wir in Zukunft das Ganze nochmal ein bisschen... nochmal alles ein bisschen mit mehr Strategie und langsamer machen, weil ich habe mir irgendwie jetzt so einen aggressiven und schnellen Spielstil angewöhnt, jetzt auch in den letzten paar Wochen, in meinem eigenen Spielstand, das ist einfach jetzt für den aktuellen Spielstand hier, ist das echt nicht gut, so aggressiv zu spielen. Da kommt der nächste Kopfgeldjäger. Sogar ein legendärer Typ. Wir könnten das Ganze natürlich einfach wieder... Ja, gut. Müssen wir vor allem den Typen da oben holen. Nein, das wollte ich nicht. So, ich muss den einfach möglichst schnell irgendwie killen da. Und dann dürfte der Großteil des Kopfgelds oder aller Kopfgelder dürfte dann nämlich weg sein. Das wollte ich eigentlich auch nicht. So, jetzt muss das mal auf den richtigen gehen. Ne? Okay, das hat nichts gebracht. Hä? Wie kann das denn sein? Wie kann das sein? Dass es immer noch so viel hat. Okay. Interessant. Wir müssen gleich mal auf die Karte gucken, wo die anderen Kopfgelder überhaupt herkommen. Wo sind die her, die Kopfgelder? Ich werde ja wohl kaum hier hinten irgendwo die Kopfgelder aufgebaut haben, oder? Alle Kopfgelder bezahlen. 3000. Nee, das will ich eigentlich nicht. Oder muss ich einfach damit leben? Ist das vielleicht einfach so? Keine Ahnung. Naja, aber egal, das werden wir alles in der nächsten Folge herausfinden. Ich sag jetzt hier erstmal Tschüss, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, es war eine komische Episode irgendwie, aber wir werden demnächst weitermachen und dann mal gucken, wie wir hier wieder klarkommen. Ciao, Leute.